Oh, Platz, du Fettsack. Nein, du hast mich jetzt nicht angeripst. Au, kannst du mal aufhören, mir jedes Mal meinen kleinen Finger zu beißen? Ih, Mann! Einer von Hi, dich. Leute. Ganz herzlich willkommen bei diesem Mukbang. Wir haben Piccolinis. Ja, das ist für mich. Ich hab gedacht, wir machen 5-4. 5 du, 4 ich. Nee, nee. Ich hab eher gedacht, ich 8, du 1. Arschloch. Was denn? Guck perfekt wie immer. Ich muss mal groß und stark werden. Ja, damit du hier saugen kannst. Ich glaube selber nicht. Ich glaube selber nicht. Frisch aus dem Lidl heute gekauft. Ich war heute übrigens einkaufen. Das Video, was heute online gekommen ist, dieser Food Life Haul, habe ich heute gedreht. Heute noch geschnitten, also heute geschnitten. Guck mal, wie fleißig ich bin. Ich bin fleißig. Ist doch dazu nichts. Ich bin fleißig. Schreib mir denn ins Ohr. Nee. Was soll die Scheiße? Ich mach mehr als du den ganzen Tag über. Ich hab ja auch Urlaub. Aha. Also mein Urlaub ist ja zum Erholen da, nicht zum Arbeiten. Ja. Mhm. Aha. Probleme damit? Nö. Aber? Nö. Was los? Nichts. Wie nichts? Alter, du hast schon gesagt, dass ich faul bin. Ja und? Ich bin nicht faul. Ja. Und jetzt bist du beleidigte Leberwurst. Prinzessin Bockerbse. Ich bin keine Prinzessin Bockerbse. Doch, ich bin eine Prinzessin Bockerbse. Doch. Genau, so bist du. Das Wort Prinzessin ist gefallen, deswegen ist das in Ordnung. Komischer Vogel. Wann wollen wir deine Kalamar, wie heißen die? Kalamar. Machen. Pascal hat sich gerade Tintenfischringe geholt. Gerade ist ein bisschen untertrieben. Vor einer Stunde oder so? Nein, vor 2 Stunden. Ey? Ja. Guck mal, trinken. Kauf dein eigenes. Nee. Junge, das ist das Gekaufte von meinen Eltern. Was verkauft ihr das selber? Das ist auch nicht bezahlt. Indirekt schon. Wo? Ich hab deiner Mutter gerade meine ganzen Pfandflaschen aus dem Auto gegeben. Waren bestimmt 4 Euro. Also habe ich sie jetzt in dem Sinne bezahlt. Ja, da kann man ja auch sagen, dass eigentlich direkt meine Mutter dir den Abkauf für deine Bohrmaschine bezahlt hat. Das ist ein ganz anderes Thema. Nee. Doch. Nee. Wäre nicht komisch, sonst kriegst du nichts mehr. Gib mir jetzt an. Nö. Ich will den nicht. Ich will meinen eigenen. Wie du bitte. Jetzt? Yes. Also. Mega! Merkst du mir? Ja, merkst du das? Merkst du das? Ist mir egal.
Du kannst halt unten schlafen. Das ist mein Bett. Wo steht das? Das ist mein Zuhause. Bist du sicher, dass deine Mutter dazu reinruhen soll? Meine Mutter würde dich wahrscheinlich im Bett schlafen lassen und sagen, ich soll nach unten gehen und da schlafen. Arschloch. Digga, du krümelst ein bisschen viel. Aber Hauptsache bei mir wird rumgejammert. Ich könnte schwören, dass der gerade geklingelt. Bei dir im Kopf hat es ein bisschen geklingelt. Ja, glaube ich auch. Kleines Arschloch. Ich bin größer als du. Also wenn du mich bitten darf, bitte ein großes Arschloch. Ja, kann ich mit klarkommen. Ja, oh ja. Ey, wir labern gerade nur Bullshit, ne? So. Ich hab schon wieder geklingelt. Meinst du, mich jammerst du an, wenn ich zwei Krümel verliere? Aber weißt du, du verlierst gerade in einem Video bestimmt 20 Krümel. Und wer staubsaugt hier jeden Morgen? Mein Staubsauger ist da lecker. Für ihn. Will ich dir irgendwann mal was vom Kopf schmeißen? Ich würde mal sagen, wir drehen weiter, wenn wir später. Ich wollte gerade sagen Pecorinis, aber ich meine den Tintenfischringe essen. Ne? Ne? Weiß ich noch nicht, ob ich dich da vorher nicht schon irgendwie um die Ecke gebracht habe. Jetzt packt's. Meine Finger sind ja sauber. Ja, und meine Hose ist dreckig, du Arschgeige, Alter. Gern geschehen. Und ob du den Tag bis heute Abend noch überlebst, weiß ich noch nicht. Ich weiß es schon. Ja? Bist du dir sicher? Bist du dir sicher? Ja. Ganz sicher? Ja. Überall. Nein, das ist weiß. Du kannst mein weißes T-Shirt nicht dreckig machen. Was ich alles kann, da glaubst du ja, ne? Hast du was geraucht? Nee. Aber hast du. Hast du was gesoffen? Nee. Aber dir dann an der Klatsche. Bis später. Tschüss. Die Sonne scheint ein bisschen, würde ich mal stark behaupten, aber hier ist ziemlich gutes Licht. Oh, ist nicht scharf. Wir essen gerade Tintenfischringe. Huey Maris. Und Curly Fries. Und Curly Fries. Lecker, ne? Hm? Seit 2 Tagen übel aktiv auf TikTok. Hast du die ganze Packung gemacht? Ja. Ich habe keinen Sinn darin gesehen, die zu teilen. Ich weiß nicht, ob das so cool gewesen wäre, Fisch offen zu lassen. Beziehungsweise ist ja ein Fisch. Ist ein Fisch der Art. Kann man mit dazu zählen. Meeresfrüchte. Nee, das ist keine Frucht. Nein. Ja, aber Meeresfrüchte sind auch keine Früchte. Meeresessen. Wasserviecher. Es sind auf jeden Fall keine Goggles. So, ich hab überlegt, ob ich ins Kino gehe, Leute. After Forever. Ich glaube, After Forever habe ich gesagt. Ist im Kino gerade bei uns. Ich habe das auf TikTok gesehen, dachte mir nur so, geh ich nicht. Unser Kino ist auch noch richtig günstig eigentlich. Zu anderen. Denke ich mal. Also ich war schon wesentlich teurer und bei uns kostet der Eintritt fürs Kino 8 Euro.
Als ich mal wegen deiner Mom geguckt habe, wegen dem einen Film, da war irgendwie Eintritt 16 Euro pro Person. Mhm. Und das war kein 3D-Film oder sowas. Wie hieß der Film, den ich damals gucken wollte? Maleficent? Mhm. Der zweite. Irgendwas kam da dazwischen, weswegen wir das nicht gemacht haben. Ich hab keine Ahnung. So leid. Gutes Essen heute, ne? Hm? Ich finde die Curly Fries lecker. No, ja, manche schmecken irgendwie nicht so. Nee. Du kannst ja mehr davon essen. Ob sie das auch vielleicht vernünftig? Lass mich überlegen. Ich glaube nicht. So viel zum Thema vernünftig. Das sind diejenigen, die die Sachen neben den Tisch haben. Aber die sind ein bisschen scharf. Hm. Ich habe seit ein paar Tagen Kopfschmerzen. Das ist ekelhaft. Was ist das Wetter? Denkst du? Ja. Ich esse ja alles mit den Fingern. Ich habe irgendwie nur TikTok im Kopf. Excuse me, wir haben 2022. Excuse me, da hinten ist die Tür. Hm. Bist du mal zu still? Keine Ahnung, ich habe Kopfschmerzen. Dein Gesprächsstoff? Meinst du denn, was ist in den letzten Tagen Gutes passiert? Gutes passiert. Ich bin da, das reicht. Ja. Sag ich ja. Ansonsten ist ja nichts Gutes passiert. Außer dass Hermes Bote mal bei uns an der Tür geklingelt hat und wir selber unterschrieben haben. Ich glaube, ich habe bei dem wir hier wohnen zum ersten Mal bei Hermes selbst unterschrieben. Die haben immer, wirklich immer, die Sachen von der Tür geschmissen bei uns und sind einfach gegangen und haben selbst unterschrieben. Das eine Mal hat meine Mom die Frau abgefangen und wie es jemand wollte, das war eine Russin. Dementsprechend konnte meine Mom sich auch ziemlich gut mit ihr unterhalten. Also sie konnte kein Deutsch sehen. Hermes Frau konnte kein Deutsch. Naja, auf Russisch konnten die sich dann verständigen und die hat ihr wirklich gedroht, wenn sie das noch einmal macht bei uns, dass sie sich wirklich beschwert und dass sie bei Hermes anruft. Weil, wenn wir was bestellen, dann ist es oftmals eigentlich was Teures. So oft bestellen wir nämlich gar nicht. Entweder ist es Kleidung, das letzte Mal war es ein Adidas-Anzug, der vor die Tür geschmissen wurde, für meinen Papa für die Hinfahrt nach Kroatien. Das Mal davor war es ein IPL-Gerät, was ich mir bestellt habe für knapp an die 500 Euro. Davor war es Pascal sein Handy, was vor die Tür geschmissen wurde. Wie viel hat dein Handy gekostet? 900 fast? 850 irgendwie sowas. Ja, mit Versand 860, keine Ahnung. Trotzdem wurde einfach mal alles vor die Tür geschmissen. Jetzt trauen die sich das nicht mehr, beziehungsweise die Frau traut sich das nicht mehr. Ich habe nämlich ein T-Shirt bestellt. Ich habe ja erzählt, das mit Topmodel. Und ich habe mich an meine Kindheit zurückerinnert und ich wusste, dass es von damals, also ich hatte das damals, ich hatte immer so Topmodel-Kleidung. Was heißt Kleidung? Ich hatte zwei Pullover oder sowas. Und ich habe mich halt daran erinnert und habe dann auch nochmal eins bestellt, habe gefragt, welche Größe das Mädchen hat.
Und das ist heute angekommen und dann gucke ich mal, dass ich das Paket morgen wegschicke. Damit das auch noch endlich ankommt. Ne? Ja. Ich würde mal sagen, ich bin fertig, danke fürs Essen. Du hast sehr gut gekocht. Ich weiß, danke. Obwohl ich den ganzen Krams da reingemacht habe. Hatte ich für ein Gerücht. Bis zum nächsten Video. Ich erspare mir das mit Abo und Kommentar. Ihr wisst Bescheid. Ich sag schon nichts. Ja, das ist gut auch für dich. Du stoppst mal wieder mit dem Maul. Ja. Weil du nur falsch machst.